Peace, Leute! Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Ja, am ehemaligen Horror First Day, da 4 ja jetzt beendet ist, kommt Dragon Ball stattdessen. Ja, und wir haben im letzten Part die Busaka angefangen und ich würde sagen, machen wir weiter. Was noch so Schönes passiert. Viel. Viel Schönes wird noch passieren. Naja, oder auch nicht Schönes. Naja, müssen wir durch. Wie Babidi erwartet hatte, setzt der Kampf zwischen Son Goku und Vegeta große Energie frei. Bis schließlich sehr zum Entsetzen Kaioshins und Son Gohans Majin Buu erscheint. Is that Majin Buu? Yes. I could never forget that terrible face. Boo! Hey, Majin Buu! I'm Babidi, the son of your creator, Babidi. Wütend auf Dabran nähert sich Majin Buu mit einem teuflischen Lächeln im Gesicht. Kann das Monster Majin Buu wirklich besiegt werden? Was wird aus Son Gohan und Kaioshin? Okay, ich dachte, wir kämpfen jetzt mit Dabra. Den Kaioshin, das hätte... Gegen! So. Gegen den aber leider nicht. So, sorry Leute, das ist jetzt blöd. Aber meine Brille ist gerade verdammt dreckig. Und das stört mich jetzt gerade schon ziemlich. Deswegen, das muss ich gerade hier kurz entfernen. So. Müsste jetzt ein bisschen besser sein. So, weiter geht's. Hat er abgewehrt, leider. Scheiße. Hab vergessen. Was? Krass. Schon wieder? Ey, das sind wir noch nicht besiegt, das gibt's doch gar nicht. Alter, das war jetzt ein harter Kampf. Weil mich dieser Flambeau den so oft getroffen hat, ey. König Vegeta und Super Saiyajin Son Goku war das, glaube ich, ne? Ja, das Problem ist hier, ich habe hier leider ein bisschen Nachwirkung, naja, egal. Majin Buu verwandelt Dabra in einen Keks, bevor er Son Gohan und Kaioshin angreift. Okay. Aber was ist mit Son Goku und Vegeta? Ja.
Boah, ich weiß nicht, ob einer von euch das kennt, ey. Wenn auf der Brille irgendwas Dreck ist und so weiter, boah, das ist, oder Staub, das ist so unangenehm, ey. Da durchzuschauen, ey. Ja, mag ich überhaupt nicht. Ne. Vegeta gesteht, dass er sich von Babi die beherrschen ließ, um stärker zu werden. Das ist ein schöner Kampf, muss ich sagen. Das ist echt ein richtig, richtig schöner Kampf. Ja. Den finde ich echt schön, den Kampf. Was bringt es dir, direkt vor ihm zu teleportieren, wenn er diesen Scheißschuss macht? Mist. Wir sind aufgeschmissen. Mann, wir können gar nicht genießen. Dass er ein Super Saiyajin 2 ist. Ha! Na schon, vielleicht lässt er uns zu einem. Ja, lässt er. Wow. Er hat es tatsächlich gezündet. Wow. Er hat wirklich Super Explosion eingesetzt. Krass. Ganz ehrlich, mein Respekt. KI war wunderschön. Ich habe leider gezündet, aber es war trotzdem wunderschön. Vielen Dank dafür. Aber muss ich mich mal bedanken, weil das ist eine wunderschöne Attacke und ein wunderschöner Moment einfach. Ein wunderschöner, aber auch sehr bitterer und trauriger Moment. Ja. Kommt ja jetzt der Moment. Auf dem Höhepunkt der Schlacht von Son Goku und Vegeta wird Majin Buu zum Leben erweckt. Vegeta schlägt Son Goku bewusstlos, um alleine gegen Majin Buu zu kämpfen. Ja, leider nicht. Leider nicht. Oh, das ist so ein trauriger Moment, ey. Genau für diese Szene finde ich Vegeta so unmenschlich geil. War einfach so cool. Ja, es war echt so wunderschön. Auch wenn es echt so umsonst war. Ja, das war echt so schön. Als Majin Buu ansetzt, Kaioshin zu verzehren, taucht plötzlich Vegeta auf. Vegeta kriegt erstmal fetten Update. Und zwar Angriff plus 10. Und das geben wir ihm glatte 4 Mal. Leute, da habt ihr auch richtig Bock drauf bestimmt. Der wird jetzt gerade so fett reinhauen bis zum Abwinken. Ey. Ich hoffe es. Ich hoffe es. So. Auch wenn das keinen Sinn macht, wieso 27 nur. Ach, vielleicht können wir das gar nicht. Das kann auch sein.
Ja, die Szene musste ich einfach nachspielen, tut mir leid. Ach, ich liebe diese Szene. Super Saiyan 3 Son Goku. Ach Mann. Vegeta. So schön war das, ey. Ah, das war so schön, ey. Ja, tut mir leid, jetzt träume ich so hin. Aber ich fand das echt so traurig, muss ich sagen. Um Majin Buu zu besiegen, vernichtet Vegeta sich selbst. Doch sein edles Opfer ist umsonst. Bevor er ins Jenseits zurückkehrt, lehrt Son Goku, Son Goten und Trunks die Fusion. Gleichzeitig plant Baby, die westliche Hauptstadt zu vernichten, um Trunks hervorzulocken. Das Radar muss gefunden werden, ehe die westliche Hauptstadt zerstört ist. Son Goku unterbricht das Fusionstraining und macht sich auf, Majin Buu aufzuhalten. Jo. Um Trunks die Zeit zu verschaffen, das Radar zu finden, stellt sich Son Goku Majin Buu. Aber wir könnten uns theoretisch jetzt in Super Saiyan 3 verwandeln. Gut, schauen wir mal, ob das klappt. Ob wir das hinkriegen. Ich bin gespannt. Scheiße. Nein! Mist. Na gut, hätte eh keine Abwehr funktioniert, aber trotzdem. Krass. Jungs, wie viel brauchst du bitte schon für Meteorschlag? 4! Ach du Scheiße. Bin ich gerade schon gewundert, weil ich die ganze Zeit da gedrückt habe. Aber es nichts kam so. Da dachte ich, hä? War irgendwas falsch? Naja, Super Saiyan 3! Oh! Mist. Nein! Ich hätte mich zu Boden fallen lassen. Wow! Wow! Junge, der macht nur perfekte Schläge, ey! Ja, nein, keine Chance. Krasser Scheiß, wir haben verloren. Wow. Weil er richtig krass gehauen habe, ey. Ne, überhaupt keine Chance, ey. Das macht er großartig. Ja. Großartig, wirklich. Perfekte Fallen, perfekte Hiebe, ey. Das sind perfekte Gegner, Leute.
absolut keine Chance gehabt. Trotz, dass wir Super Saiyan 3 waren, ey. Krasser Scheiß, ey. Ja, überhaupt keine Chance. Der hat das so gut getimed. Und jetzt am Schluss, gut, da war es sowieso vorbei, ne? Aber angekommen, zack, Explosion gemacht, Feierabend. Er hat einfach 100% safe gespielt. Ja, krass. Gute Frage, was wir da machen. Ich denke mal, ich werde einfach Super Saiyan 1 bleiben. Und versuchen, ihn irgendwie zu plätten. Keine Ahnung. Ich weiß nicht wie. Hat er wunderbar immer teleportiert und dann immer eine super guten Ausgangslage für ihn. Ja, das war der Nachteil von mir einfach. Wobei ich weiß nicht, ob irgendwie bei ihm dann ein Schalter umgekommen ist. Weil ich habe immer das Gefühl, wenn die ein bisschen weniger Leiste haben, dass sie irgendwie ernsthafter dann spielen. Also habe ich jedenfalls so das Gefühl. Kann ja auch sein, dass es nicht so der Fall ist, aber... Aber krass, anscheinend passiert uns das leider immer häufiger, dass wir auch einen Kampf verlieren. Das ist blöd. Den Kampf dann nochmal zu machen, weiß nicht, bin ich kein Freund von, bin ich ganz ehrlich. Bin ich echt kein Freund von. Hätte es gerne anders. So, Leute, muss noch was trinken, ey. Son Goku kämpft mit Majin Buu, doch als er Trunks spürt, beendet er den Kampf. Und so kann Majin Buu seinen Weg der Zerstörung ungehindert fortsetzen. Überraschenderweise scheint Majin Buu nach der Begegnung mit Mr. Satan sanfter zu werden. Und genau deswegen mag ich diesen Majin Buu ziemlich. Er ist sau cool. Er ist voll cool. Ne? Naja. Es wäre Frieden gekommen. Aber nur weil solche blöden Räuber den Hund von Mr. Satan erschossen haben, glaube ich. Oder getötet haben. Dann ist er dann ausgerastet und dann kommt die böse Seite. Da ist sie. Majin Buu lebt in Frieden, doch als Mr. Satan von einem Attentäter getötet wird, was nicht der Fall ist, verzehrt ein brennender Hass Majin Buu und ein zweiter böser Majin Buu entsteht. Ja. Und jetzt kämpfen wir mit den beiden. Ist das euer Ernst? Gut, dann kriegt der hier jetzt erstmal Evolution Z. Ja, keine Chance, ey. Das sind jetzt mal 27, denken wir, das reicht. So ein bisschen Damage machen. Ich meine, mit Vegeta haben wir Majin Buu ja vom Platz gefegt, so. Das war ein geiler Kampf, so, ne? Weil, lief einfach geil. Na, ja, der ist ein bisschen schwerfällig, der Majin Buu hier. Thank you.
Nice. Jetzt haben wir ihn kommen lassen. Wir wollen das irgendwie Schwachsinniges von ihm. Er kommt zu uns angelaufen, ladet. Gotenks, Super Gotenks, geil. Mr. Satan kriegt, kommt auf 26. Nice. Auch wenn ich ihn nicht spielen möchte. Nein. Sowas von nicht. Majin Buu wird absorbiert. Sein alter Ego erweist sich als noch schrecklicher. Auf der Suche nach Gotenks nähert sich der böse Buu Gottes Versteck. Ja, guter. Deswegen, ihn hat er nicht getötet. Ja. Deswegen, das fand ich schön. Ich mag, also den Buu mag ich dann halt. Nicht Super Buu, aber den normalen, den dickeren Buu. Den finde ich cooler. Trunks und Son Goten haben indes ihr Training im Raum von Zeit und Geist und Zeit beendet. Warum sage ich es mal andersrum? Die ultimative Fusion ist abgeschlossen. Please give us a miracle. That's far enough, Majin Buu. Let's go. Okay. Hold on. Blöd, dass wir jetzt noch nicht als Gotenks kämpfen. Na egal. Egal. Ja, wir kämpfen jetzt nur mit Piccolo, weil das schneller gehen sollte. Irgendwie passt das ihm nicht. Scheiße. Mist. Als ob. Hui, das war jetzt doch ein anstrengender Kampf, als er erwartet. Super Gotenks 3 und menschliche Kanone. Boah, wofür war menschliche Kanone? Boah, keine Ahnung. Irgendwas auf jeden Fall. Piccolo glaubt Gotenks und Gotenks und vernichtet die Tür. Majin Buu ist eingeschlossen. In seiner Wut reißt Buu ein Loch durch die Dimensionen und entkommt. Doch auch Gotenks wird zum Super Saiyan 3 und reißt seinen eigenen Ausgang auf. Piccolo gelingt es, seinen Schock lange genug zu vergessen, um in die Welt zu entkommen. Okay. Die Szene muss ich mir auch nochmal anschauen, die Buu-Saga. Soweit war ich, glaube ich, auch noch gar nicht. Muss gestehen, ich habe es mir nicht angeguckt. Ich glaube, irgendwo in der Buu-Saga bin ich stecken geblieben. Nach seiner Flucht aus dem Raum von Geist und Zeit macht Buu die Zeitkämpfer zum Snack. Scheiße. Geil, wir haben Gotenks und Piccolo. Immer mit Gotenks. Ja. Offenbar, dass es kein Fehler war. Das ist blöd, dass wir das auswählen durften.
Also ich meine, mag Gotenks. Scheiße. Trifft es trotzdem, ne? Och Mann. Was hat man verdient, dass das einen so erwischt? Ja, keine Chance. Was ist das denn ernsthaft? Brauchst du fünf Absätze, um deinen scheiß Angriff zu machen? Ernsthaft? Fünf? Alter, das muss aber eine verdammt starke Attacke sein. Boah, ist das behindert, ey. Junge, ist das scheiße. Boah, zweimal in einem Part abgestorben, ey. Meine Güte, ey. Ich vertraue dir nicht mehr, Gotenks. Fünf Spalten für eine mickrige Attacke. Für einen Finisher. Was bringt dir dieser Finisher, wenn er nicht zieht? Drei. Allerhöchstens drei. Das war's. Mehr KI-Balken gibt's nicht. Alles andere ist Schwachsinn. Da dachte ich mir so, ach komm, mit Gotenks wird geil. Nein, er wird sofort one-hitted, ey. Sauerei sowas, ey. Nur weil er da für seinen Billigangriff da irgendwie zieht, ey. Boah. Junge, ich hätte fast ein perfektes rausgeholt, ey. Nein, jetzt muss er natürlich spielen. Ich erlaube dir, nicht mitzuspielen, ey. Ja, ich bin angepisst. Das nervt mich jetzt gerade. Weil es halt geil lief. Und dann hat ihr Gotenks verkackt, ey. Mann. Kannst du doch nicht machen, ey. Rasend vor Wut hat Gotenks Buu fast besiegt. Doch die Fusion läuft jäh aus. Son Gohan und Trunks scheinen verloren zu sein, doch Buu hört plötzlich auf zu kämpfen. Der totgeglaubte Son Gohan hat endlich sein Training beendet und macht sich auf zur Erde. Okay. Komm, einen machen wir jetzt noch und dann ist Feierabend, Leute. So, dann ist Feierabend. Ich hoffe, läuft jetzt nicht schon wieder so behindert, ey. Buu schweigt auch weiterhin, doch Son Gohans Rückkehr wird das Monster wecken. Nice. Als ob das was wird, ey. No, I'm going to kill you. Naja, mal schauen, wo wir. Müssen wir ausprobieren, Leute. So ein schöner Sieg zum Abschluss dieses Parts würde mir gefallen. Scheiße. Pff. Junge, wie viel zieht dieser Schokoladenstrahl? Jetzt mal ohne Witz, ey. Hä? Ja, der Schokoladenstrahl geht ja richtig ab, ey. Die sind richtig mächtig, ey. Yeah, what's wrong, yeah.
Hätte es wohl gerne. What's wrong, ey? Ein härterer Kampf als erwartet, ey. Ja, Höllenansturm war das. Super. Ja, das ist ein super Finisher. Das bisschen da. Und das zieht verdammt viel. Ja, anderthalb Leisten so, ne? So, Superwurf freigeschaltet. Nice. Hey. Ein bisschen Überlänge jetzt gemacht, aber ist hier egal. Die Woche kam ja jetzt nur ein Part raus, deswegen ist das Ding mal in Ordnung. Nachdem er sein enormes Potenzial entfesselt hat, überwältigt Son Gohan Bo. Mit dieser rätselhaften Bemerkung vernichtet Bo sich selbst. Ist das Monster wirklich besiegt oder ist es nur ein Trick? Ja, höchstwahrscheinlich wird es ein Trick sein. Na gut, Leute, das war's für heute von Dragon Ball. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Das müsste dann wieder am Action Monday sein. Schön passend. Schauen wir mal, dass es vielleicht Doppelfolge sein wird, damit wir doppelt so weit kommen an dem Tag. Das wäre ganz schön. Aber das kann ich euch noch nicht sagen. Das sehe ich erst nächste Woche. Wie es läuft dann. Also ihr seht das dann auch, ob ich es hingekriegt habe oder nicht. Naja, so. Das war's jetzt erstmal. Wir sehen uns dann Montag wieder. Haut rein und ciao.